und willkommen bei mir zu Hause. Im Kampf gegen die Langeweile ist bekanntlich jedes Mittel recht. Und ich als Star Wars Fan, natürlich baue ich mir ein Lichtschwert bzw. einen Lichtbogen, mit dem ich als Geiger spielen kann. Ich habe mich schon früher damit beschäftigt und mir im Baumarkt so einen Leuchtstreifen besorgt, LEDs. Die gab es auch mal zuletzt mit USB-Version, also konnte man sie wirklich ganz unkompliziert zum Leuchten bringen. Und mit einem Controller konnte man sogar hier die Farben wechseln. Wirklich ganz tolle Sache. Vor allem ist gerade ein Klebestreifen auf der Rückseite. Also wirklich, hat wirklich ganz gut geklappt. Das Einzige ist nur, es ist relativ schwer, relativ klobig und die Lämpchen sind nicht durchgehend. Also aus der Ferne sah das noch gut aus, aber nicht vom Nein heraus. Und inzwischen gibt es aber was Feines, auch zum Beispiel bei Amazon, ganz leicht zu finden. Das nennt sich Neonstreifen, Neonstrips und sieht doch ganz toll aus. Gibt es jeweils in einer Farbe, man kann es nicht wechseln, aber blinken lassen. Und das ist doch genau das, was wir brauchen. Ich habe mir hier auch in Blau besorgt und das mag ich jetzt am liebsten. Das Blaue werde ich jetzt einbauen. Was wir noch dazu brauchen, ist ein doppelseitiges Klebestreifen und eine Schere und selbstverständlich einen Bogen. Dann legen wir mal los. So, inzwischen habe ich mir den doppelseitiges Klebeband zurechtgeschnitten und auf einer Seite hier aufgeklebt. Und jetzt wenden wir das mal akkurat auf die Bogenstange kleben. Das kann man nachher wieder entfernen, ohne dass irgendwelche Klebereste übrig bleiben. Beziehungsweise man kann es auch mal dran lassen. So, das war's. Testen wir das mal. Na dann, sieht doch gut aus. Das bleibt nur noch hier abzuschneiden. Und es leuchtet immer noch. Das ist schön. Gut. So sieht's aus. Ganz ordentlich. Und jetzt müssen man sich ein bisschen was einfallen lassen mit einem kurzen hier Kabel. Es gibt auch eine Version mit längerem Kabel, die habe ich leider nicht parat. Und es gibt auch ein Verlängerungskabel, das werde ich mir auch besorgen. Aber inzwischen habe ich mir hier einen kleinen Lifehack überlegt. Einfach nur ein Klebestreifen, irgendwas, einfach nur so einen Streifen. Ganz schön einhaken. Und bitteschön, auch mal spielen.